Ja, dann wünsche ich uns viel Spaß beim Vortrag von Niklas Jordan zum Thema The Planet Friendly Web. Ja, vielen Dank. Schön, dass noch so viele da sind am späten Abend. Genau, ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie man das Web nachhaltiger gemacht und wieso wir das überhaupt machen sollten. Ich muss gleich vorwegnehmen, ich habe leider tatsächlich 30 Minuten Redezeit eingeplant. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Fragen schaffen im Anschluss. Aber ich bin natürlich immer offen für Fragen. Also wenn ihr welche habt, dann kommt einfach zu mir und wir machen das im Anschluss. Über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat sich das relativ klar gemacht, dass der Klimawandel uns da nicht auslässt. Ich weiß nicht, ich mache hier mal so, ich wackel mal. Das hat super funktioniert. Ich rede einfach mal weiter zwischendurch. Genau, wir haben eine starke Zunahme an Extremwetterereignissen, die Tage extremer Trockenheit oder Monate extremer Trockenheit werden auch bei uns immer mehr und dadurch denke ich, das hat jeder wahrgenommen, sind in unserer Gesellschaft, auch bei Leuten, die sich nicht im Alltag damit beschäftigen, ist das Bewusstsein dafür viel ja, stärker geworden. Man kauft Produkte aus der Region, verschickt CO2-neutral, kauft faire Produkte, kauft Bioprodukte, steigt auf grünen Strom um. Aber leider ist das meistens auf Produkte reduziert, also auf alles, was man greifen kann. Ich frage einfach mal in die Runde, wer hat sowas oder sowas Ähnliches schon mal in der Mail bekommen? Ja, so ziemlich alle. Wer hat das in seiner eigenen Signatur auch gleich mal gefragt? Sehr gut. genau, also das haben wir alle schon mal gesehen. Blöderweise haben wir sowas zum Beispiel, wer hat sowas schon mal auf einer Website gesehen? Ach doch, auch ein paar, ja, wesentlich weniger. Aber leider findet man sowas wesentlich weniger auf Websites, die quasi aktiv damit werben, dass sie ja, CO2-neutral hosten oder mit grünen oder erneuerbaren Energien hosten oder ihre ganze Website quasi ja, planet-friendly entwickelt haben. Es gibt Ausnahmen, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, ich glaube der Gründer ist sogar hier vor Ort heute. Die machen das relativ prägnant, ganz oben, this is a solar-powered website, which means it sometimes goes offline. Und ihr seht auch hier so eine Farbverschiebung und daneben 48% und der Witz daran ist, da ist ein Speicher mit dran und dieser Speicher ist halt jetzt nur noch auf 48%. Wenn es jetzt nicht langsam mal wieder die Sonne scheint, dann ist die Website bald nicht mehr erreichbar. Das finde ich einen sehr radikalen Schritt, aber tatsächlich ganz witzig und macht das Ganze mal ganz deutlich, was man da alles so tun kann. Das Problem ist, weshalb das so ist, dass wir uns vor allem mit Produkten beschäftigen und weniger mit nicht physischen Sachen wie dem Web, ist, dass wir oftmals nicht wirklich verstehen, wie das Web funktioniert. Also auch Entwickler, sie verstehen das natürlich in der Theorie, aber in der Praxis wird sich darüber nicht wirklich Gedanken gemacht. Denn wir arbeiten im Web ausschließlich mit Daten, also Datenströme, die von unserem Rechner weggehen in irgendwelche Rechenzentren und zurückgeschickt werden an uns über diverse andere Rechenzentren. Und um Daten zu verschicken, brauchen wir Elektrizität. Und um Elektrizität zu haben und zu erzeugen, verursachen wir Emissionen. Das ist einfach mal Fakt. Das heißt, dass wenn wir, umso mehr Daten wir verschicken, umso mehr Emissionen werden wir auch verursachen. Ich will da gar nicht so im Detail drauf eingehen, wie das Internet jetzt quasi funktioniert. Aber wir haben hier im Endeffekt unten unseren Rechner und geben eine Website ein, eine URL, die wir aufrufen wollen, bitsundbäume.de. Dann schicken wir quasi Packets über diverse technische Systeme, bis es nachher auf dem Webserver gelandet ist, wo dann auch die Website von Bits und Bäume gehostet wird. Und dann werden diese ganzen einzelnen Pakete, Bilder, Texte, Videos, Grafiken, Stylesheet-Dateien etc. wieder an uns zurückgesendet. Und umso größer eine Website ist, umso mehr Pakete müssen gesendet werden. Wieso das so wichtig ist, ist hier mal die Zahl in den Raum geworfen, 380 Millionen Tonnen Emissionen werden verursacht durch das Internet weltweit, nur um mal ein Verhältnis zu haben, das ist mehr als die weltweite Flugindustrie im Jahr verursacht. Also das ist eine erhebliche Menge. Und
Auf circa 40% davon haben wir direkten Einfluss. Also wir als Leute, die das Web gestalten, als Designer, als Entwickler, als Projektmanager, als aber auch Kunden, die anderen Aufträge dafür geben, vielleicht Produkte, digitale Produkte für mich zu gestalten, haben wir auf 40% davon ganz konkreten Einfluss. Das Problem ist, dass das keiner so richtig im Auge hat. Also wir haben immer Leute, die kümmern sich um Conversion-Optimierung in Agenturen. Wir haben immer Leute, die kümmern sich um, also hoffentlich um Accessibility. Wir haben immer Leute, die kümmern sich um die ökonomische Nachhaltigkeit. Da haben wir meistens ganz viele von. Wir haben aber niemanden wie den coolen Typen da unten, der sagt, diese Funktion oder dieses Design macht unser Produkt aber weniger nachhaltig. Und das ist das Problem, was wir halt heutzutage einfach in Agenturen oder in Entwicklungsumgebungen haben, dass das so keiner richtig auf dem Schirm hat. Dabei ist es eigentlich ganz simpel, das im Auge zu behalten. Und zwar müssen wir uns dafür eigentlich nur drei Fragen stellen. Zum einen, woher kommt die Energie, die mein Server versorgt? Zum anderen, wie viele Ressourcen sende ich und wie viele externe Ressourcen binde ich. Da kommen wir gleich später nochmal zu. Bevor ich diese einzelnen drei Punkte jetzt nochmal durchgehe, möchte ich ganz kurz mich nochmal vorstellen. Ich bin Niklas Jordan, ich bin nicht mit Michael verwandt. Und genau, bin auf Twitter, also falls ihr mich gleich im Anschluss nicht erwischt, schreibt mir einfach da oder per Mail, ich bin morgen auch noch da und ich schreibe einen kleinen Newsletter, der alle zwei Wochen kommt, wo es genau um das Thema Nachhaltigkeit und Technologie und Umwelt geht und wie das alles miteinander in Verbindung steht. Also wer daran Interesse hat, würde ich mich freuen, wenn er sich dort einträgt. So, jetzt aber zurück zum Thema. Also kommt meine Energie, die mein Server versorgt, eigentlich aus erneuerbaren Energiequellen. Das Thema ist noch gar nicht so lange tatsächlich in aller Munde. Wir haben hier mal so eine kleine Grafik. 2011 war Facebook so der erste große Player, der auf komplett erneuerbare Energien umgeschwungen ist. Gleich im Anschluss Apple und Google. Und mittlerweile kommen immer noch so ein paar dazu, aber es sind bei weitem nicht alle. Wenn wir zum Beispiel an Twitter denken, Twitter hat einen extrem großen Graustromanteil und auch noch einige andere Netzwerke, die da einfach noch nicht umgestiegen sind. Dabei ist es so simpel eigentlich, auf erneuerbare Energien umzustellen. Das ist fast noch einfacher, als den Energievertrag zu Hause zu wechseln. Denn es gibt die Green Web Foundation, die einem zumindest abnimmt und einem sagt, ob die eigene Website grün gehostet wird oder nicht. Und zwar könnt ihr dafür einfach auf thegreenwebfoundation.org gehen, gebt da in dieses Feld einfach eure Adresse ein oder irgendeine andere Adresse und ihr bekommt dann sofort ausgegeben, ob die Website auf erneuerbare Energien läuft oder halt nicht. Das war die ganze Magic, die dahinter steckt. Die zweite wichtige Frage ist, wie viele Ressourcen sende ich eigentlich? Und auch dafür gibt es ein nettes Tool, was euch zur Verfügung steht und zwar heißt das Website Carbon und auch hier könnt ihr einfach eure Adresse eingeben und bekommt dann eine Hochrechnung, wie viel Emissionen ein Klick auf eure Website verursacht. Auch das ist ganz spannend und vor allem ist es deshalb so wichtig, weil wenn wir darüber nachdenken, etwas zu optimieren und wir wollen unsere Website umweltfreundlicher gestalten, ist es halt wichtig, eine Ausgangssituation zu haben. Wir können nichts optimieren und verbessern, wo wir keine Indikatoren haben, an denen wir das festmachen. Die Frage ist jetzt, woher kommt diese ganze Energiehungrigkeit? Ich habe hier mal eine kleine Grafik mitgebracht, wie sich die Größen der Websites über die letzten Jahre so entwickelt haben. Und da sieht man schon relativ gut, am Anfang hatten wir, so was Bilder angeht, 600 KB ungefähr. Insgesamt so hatte eine Website 700, 800 KB. Das war auch schon das höchste der Gefühle. Und heute oder im Mai 2014 und 2015 wurde das dann immer extremer und die Websites wurden immer größer. Mittlerweile, also Stand 2018, ist es so, dass eine Website im Durchschnitt 3,5 MB groß ist. Also da sprechen wir nicht mehr von KB, da sprechen wir von Megabyte. Und wenn wir mal darauf achten, ich weiß nicht, wer von euch das gleich gesehen hat, wir haben relativ viele Bilder, die geladen werden, die auch immer
immer mehr werden. Wir haben einen extrem großen Videoanteil. Witzigerweise wird der eigentliche Inhalt nicht mehr. Das Gelbe ist das HTML, das Grüne ist das HTML, also der eigentliche Inhalt, was wir erzählen wollen, der bleibt aber relativ konstant. Das heißt, wir haben den gleichen Inhalt und blähen ihn einfach extrem auf. Und dadurch werden diese Seiten so extrem energiehungrig. Aber es gibt noch ein zweites Problem, und zwar ist das die Finanzierung, gerade bei Verlagen, aber auch bei Apps, also jeder kennt das wahrscheinlich, kostenlose Apps sind oftmals mit Werbung bestückt, aber auch die Verlage auf der Website nutzen Werbung, um sich zu finanzieren. Und wenn man hier mal guckt, also das sind quasi die Größen einer Website oder einer einzelnen Seite, und dann ist das Gelbe das, was nur geladen werden muss, um die Werbeanzeigen anzuzeigen. Und das Blaue ist das, was angezeigt oder was geladen werden muss, um den eigentlichen Inhalt, den ich sehen möchte, zu laden. Das heißt, man sieht hier relativ gut, dass ein Großteil der Dateigröße auf die Werbung zurückgeht und gar nicht auf den eigentlichen Inhalt. Das heißt, es ist auch ein ökologischer Aspekt, vielleicht zu sagen, Apps oder Inhalte, die ich viel und dauerhaft nutze, dafür bezahle ich dann vielleicht auch, wenn ich dafür eine Ad-Free Experience quasi bekomme. Alternativ möchte ich auch jedem Adblocker ans Herz legen, der auf solchen Seiten unterwegs ist. Auch das spart jede Menge Ressourcen. Und umso mehr Ressourcen meine Website frisst, umso länger lädt sie natürlich auch. Das hier ist mal der Durchschnittswert von den Top 2000 Websites von der Welt, wie lange die ungefähr so laden. Da sind wir hier bei 10 Sekunden. Das ist schon extrem viel. Wenn wir mal überlegen, wir rufen eine Website auf unserem Handy auf und müssen 10 Sekunden warten, bis die vollständig angezeigt wird, das ist schon extrem. Und da gibt es auch ein relativ einfaches Mittel, mit dem wir arbeiten können, um unsere Websites effizienter zu gestalten. Also in den meisten Fällen, ich weiß nicht, wie viele von euch in Agenturen arbeiten oder quasi als Auftragnehmer Websites bauen, Apps bauen, wie auch immer, ist es so, dass man das alles fertig baut und dann sagt man, ja, super schick, und man ruft das auf dem Produktivserver und merkt, oh, das dauert aber, das ist relativ langsam, und man versucht das Ganze zu optimieren im Nachhinein. Das ist nicht der optimale Weg, aber meistens der Weg, der oft gegangen wird in solchen Systemen. Was man aber machen kann, ist zum Beispiel sich ein Performance-Budget festzulegen. Das heißt, wir sagen einfach, wir wollen, dass unsere Website bei 3G oder bei Edge oder was auch immer mindestens in 3 Sekunden lädt. In 3 Sekunden soll die vollständig geladen werden. Dafür gibt es dieses Tool, das kann ich hier alles eingeben, dann kann ich mir das kalkulieren und bekomme genau ausgegeben, so viel KB darf dein HTML haben, so viel KB darf dein CSS haben, darf dein JavaScript haben. Ich kann auch sagen, ich brauche ein bisschen mehr JavaScript, dafür verringert sich dann aber natürlich die Größe bei den Styles und beim HTML beispielsweise oder bei den Bildern. Und bekomme dann aber so ungefähr einen Richtweg an, dass ich mich halten kann. Und das Wichtige dabei ist halt, dass ich mich daran einfach halte. Und dann kann ich halt auch ziemlich genau festlegen und sagen, okay, lieber Kunde oder wer auch immer, lieber Chef, wir können das gerne so bauen, das Feature XY, können dann aber Indikator oder unser Performance-Budget nicht einhalten. So hat man auf jeden Fall einen Wert, an dem man sich orientieren kann und mit dem man mitgehen kann. Um euch mal zu zeigen, was für Auswirkungen das Ganze hat, habe ich mal eine kleine Hochrechnung gemacht. Zugegebenermaßen ist es eine kleine Milchmädchenrechnung, aber also da spielen natürlich noch ganz viele andere Faktoren mit rein, was Energieeffizienz anspricht, aber es veranschaulicht ganz gut die Dimensionen, die dahinter stehen. Und zwar habe ich das mal an dem Beispiel von Wikipedia gemacht. Auch ich hatte den Grund, dass ich mich nicht mit großen Anwälten von großen Verlagen prügeln wollte. Es gibt eine große Zeitung mit 4 Buchstaben, die extremst energiehungrige Seiten hat, deren Seite quasi komplett aus Bildern besteht. Die könnt ihr euch hier quasi auch denken, ist das gleiche in Rot. Und was ich jetzt eigentlich einfach mal gemacht habe, ist, ich habe mir von Wikipedia das Logo geklaut und habe mir das Logo mal runtergeladen auf meinen Rechner und habe festgestellt, das Logo hat eine Dateigröße von 45 KB. Das klingt jetzt erstmal überhaupt nicht viel. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir Image Optim runtergeladen. Image Optim ist eine Mac-App,
kostenlos, glaube ich. Da kann ich einfach per Drag and Drop meine Bilder reinziehen und er komprimiert die verlustfrei, also optisch verlustfrei. Und ja, komprimiert er das quasi. Und wir sehen hier, dass wir das Bild um 56% oder eine Ersparnis von 56% haben nach der Komprimierung und es jetzt nur noch eine Dateigröße von 20,1 KB hat. Dann habe ich mir mal angeschaut, wie viele Impressionen Wikipedia eigentlich so hat. Dieses Logo wird auf jeder Seite von Wikipedia angezeigt. Das heißt, bei jedem Seitenaufruf muss dieses Logo geladen werden. 170 Millionen Impressionen haben wir pro Monat. Wenn wir das mal die Ersparnis rechnen von dem Logo, die wir ausgerechnet haben oder komprimiert haben, dann kommen wir auf 4.352 Gigabyte Datenvolumen, die wir damit sparen können. Dann gibt es eine Studie, ein Paper, das habe ich auch verlinkt in der Präsentation, dass 1 Gigabyte Datentransfer, also das ist eine Mischkalkulation von Datenzentren über Rechner etc., ungefähr 5 Kilowattstunden an Energie benötigt. Und wenn wir jetzt diese 4.352 Gigabyte mal die 5 Kilowattstunden rechnen, kommen wir auf einen Energieverbrauch von über 21.000 Kilowattstunden. Um das mal in Verhältnis zu setzen, das sind ungefähr so viel wie 9 Zwei-Personen-Haushalte in einem Monat verbrauchen. Und das ist diese 21.000 kW sind halt auch auf einen Monat gerechnet. Und das Umweltbundesamt hat geschaut über einen Energiemix, also über einen Strommix, wie viel CO2 damit ungefähr verursacht wird. Und ich habe das mal ausgerechnet, also bei über 21.000 kW wären das je nachdem, welche Energie man verwendet, über 10 Tonnen CO2-Emissionen, die hiermit pro Monat eingespart werden könnten. Und jetzt haben wir noch das Thema externe Ressourcen. Externe Ressourcen klingt relativ hart, ist es gar nicht. Im Endeffekt meine ich die Nutzer, auch wenn ich die ungern als Ressourcen bezeichne, aber in dem Fall ist es halt leider so. Und dabei geht es halt vor allem darum, dass wir versuchen, die Nutzer zu respektieren und nicht versuchen, über irgendwelche Dark Patterns oder irgendwelche Marketingaktionen die Nutzer unnötig lang auf der Website zu halten oder über unnötig viele Seiten zu bringen. Also ich weiß nicht, wer das kennt. Ich glaube, das Wall Street Journal, die haben immer so eine Vorschaltseite mit einem Zitat drauf und einem Werbebanner und da musst du erst einmal auf Weiter klicken, quasi wie ganz früher, wie in den 90ern, das Intro überspringen bei der Website. So haben die das heute auch noch. Und der einzige Grund, wieso die das machen, ist, um ihre Impression zu erhöhen, damit sie quasi mehr Impressionen für ihre Werbekunden generieren können. Und das ist halt einfach Bullshit. Das es frisst Energien auf Seiten der Server, aber vor allem auch auf Seiten der Nutzer. Und was ich hiermit einfach versuchen möchte zu sagen, ist, dass wir versuchen, unsere Nutzer möglichst gut zu respektieren. Das heißt, unsere Website möglichst barrierearm gestalten, die Inhalte möglichst ansprechend aufbereiten, dass man sie einfach findet, dass man auch in den Suchmaschinen die Inhalte möglichst schnell und einfach findet und nicht über irgendwelche Tricks versucht, die Seiten in den Suchmaschinen hochzuschaukeln und dann die eigentlichen Informationen auf der Seite nicht zu finden sind. Dann passiert nämlich das, dass der Nutzer wieder von der Seite geht oder sich erstmal durch schlechte Usability durch die ganze Seite navigieren muss, bis er den eigentlichen Inhalt gefunden hat, den er sucht. Und dann verlässt er die Seite gefrustet und ruft die nächste Seite aus. Und das sind einfach Energien, die wir uns nicht leisten können, beziehungsweise die wir einsparen können. Ich weiß nicht, wie viele von euch, hatte ich gerade schon mal gefragt, tatsächlich für Kunden arbeiten. Oft ist es halt so, wenn man dann zum Kunden geht oder zum Chef oder wer auch immer der Stakeholder ist und sagt, pass auf, wir haben jetzt hier eine Website, alles schön und gut, aber unser Ressourcenverbrauch, also die CO2-Emissionen, die wir damit verursachen, die sind, das müssen wir ändern. So, dann kommt oft diese Reaktion. Deshalb müssen wir irgendwie versuchen, Argumente zu finden, wo dieser emotionale Wert, der es halt oftmals aktuell noch ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, nicht der höchste ist.
Da gibt es beispielsweise das Thema Ladezeiten. Also umso mehr wir unsere Performance optimieren und über dieses Performance-Budget reden und unsere Seiten so klein wie möglich halten, umso schneller werden sie natürlich auch. Und Amazon hat mal eine Untersuchung bei sich selbst gemacht und hat gesagt, mit jeder Sekunde, die unsere Website länger lädt, verlieren wir 1,6 Milliarden Euro Umsatz. So. Und das ist jetzt die Studie von Amazon. Es gibt auch noch wirklich diverse andere Studien. Wer daran Interesse hat, kann ich die gerne zukommen lassen, die einfach sagen, dass die Ladezeiten gerade bei Online-Shops und solchen Geschichten extrem Einfluss auf die Umsatzstärke dieses jeweiligen Shops hat. Aber es gibt natürlich auch weitere Business Cases, und zwar können wir dadurch beispielsweise neue Nutzer gewinnen. Also wenn wir überlegen, dass wir unsere Seiten möglichst effizient gestalten und möglichst wenig das Datenvolumen der Nutzer beispielsweise beanspruchen, dann kommen die Nutzer natürlich auch lieber wieder, als wenn sie zweimal auf die Seite kommen und zack, Datenvolumen weg. Das nächste Thema ist aber natürlich auch die Erreichbarkeit. Also ich komme aus Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, jeder, der hier aus Berliner Umland kommt, kennt das. Mit Edge sind wir ganz gut bedient, wenn es richtig gut läuft, 3G. Und umso kleiner und umso schlanker die Seiten sind, umso einfacher kann ich sie natürlich auch aufrufen. Umso schneller kann ich sie aufrufen, umso lieber nutze ich sie dann auch lieber als Konkurrenzseiten, die vielleicht viel länger im Aufruf brauchen. Ich verbessere natürlich damit die User Experience, Ladegeschwindigkeiten, ganz klar. Ich kann damit aber auch Geld sparen, also gerade im Falle von Wikipedia oder die Tageszeitung mit 4 Buchstaben oder diverse andere Verlage, die einen extrem hohen Traffic auf der Seite haben. Also ich weiß nicht, wer von euch Seiten selbst hostet. Bei kleineren Paketen ist das ja so, dass der Traffic meistens inklusive ist. Bei großen Paketen oder bei eigenen Servern bezahlt man halt immer nach Traffic und da kostet dann halt jeder Gigabyte verursachte Datentransfer einfach Geld. Das heißt, wir können auch einfach bares Geld damit sparen. Und bestenfalls stellt sich auch eine Optimierung in den Suchmaschinen ein, denn Ladezeiten werden honoriert, aber natürlich auch irgendwie so Sachen wie gut aufbereitete Inhalte, semantische Inhalte, also Sachen, die uns auch bei der User Experience helfen, werden von den Suchmaschinen sehr honoriert. Also was ihr jetzt tun müsst, wenn ihr diesen Raum verlasst, ist eigentlich ganz simpel. Als erstes checkt ihr mal auf websitecarbon.com, wie viele Emissionen eigentlich eure Website verursacht. Dann habt ihr einen Ausgangswert und könnt versuchen, diese irgendwie zu minimieren und habt dann relativ konkret auch Anhaltspunkte, wo ihr das Ganze reduzieren könnt. Dann müsst ihr eure Performance optimieren, User Experience, Accessibility und natürlich die Inhalte, um das Ganze möglichst nutzerzentriert zu haben, um den Nutzern möglichst den besten Inhalt bieten zu können. Und egal mit welchem Endgerät oder mit welcher Einschränkung auf die Seite kommt, er wirklich die Inhalte konsumieren kann, die er sucht und nicht dann wieder wechseln muss oder suchen muss. Und zieht zu einem grünen Hoster um, also ein Hoster, der seine Server über erneuerbare Energien antreibt. Bei der Green Web Foundation gibt es auch eine Liste, gefiltert nach Ländern. Also da könnt ihr sagen, ihr kommt aus Deutschland und ihr möchtet euch alle Hoster anzeigen lassen, die in Deutschland erneuerbare Energien verwenden, ausschließlich. Dann bekommt ihr da halt eine Liste und könnt euch davon einfach einen auswählen. Und dann komme ich auch schon fast zum Schluss. Was ich damit euch eigentlich nur mitgeben möchte mit diesem Vortrag ist, dass wir wieder mehr uns ins Bewusstsein rufen, dass halt Daten gleich Elektrizität, gleich Emissionen verursachen, dass wir darauf mehr achten, dass wir nicht versuchen, was mein Vorredner gerade schon gesagt haben, die höhere Rechenleistung, die uns zur Verfügung steht, ausnutzen, um einfach schlechteren Code abzuliefern oder schlechtere Performance, sondern versucht wirklich die Seiten klein zu halten und ich würde da gerne auch größer denken und wir müssen das Thema in die berufliche Bildung mit reinbringen. Also ich weiß nicht, wer da Erfahrung mit hat, wenn wir über Berufsschulen nachdenken, aber auch über Universitäten, die Informatik lehren, da hat dieses Thema Ressourceneffizienz und ökologischer Fußabdruck von Software oder von dem Internet spielt eigentlich so ziemlich gar keine Rolle, es sei denn, ich suche mir einen spezialisierten Prof oder eine spezialisierte Uni, die da irgendwelche Überschneidungen mit dem Nachhaltigkeitsmanagement hat, aber in den allermeisten Fällen spielt das halt einfach keine Rolle und das sollte sich ändern.
Die Slides findet ihr unter dem Link. Da findet ihr die Slides, könnt ihr runterladen. Ihr findet auch alle Links nochmal. Und ich werde auch das Video dann platzieren, sodass ihr alles an einer Stelle habt. Wer noch Fragen hat, gerne über Twitter, per Mail oder ihr sprecht mich einfach jetzt an oder ich bin auch morgen noch da. Und ja, wer sich für das Thema interessiert, kann sich gerne bei meinem Newsletter anmelden. Und ja, vielen Dank dafür.